Für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Minister Altmaier, wir haben eine ganz neue Seite bei Ihnen entdeckt. Sie beanspruchen hier und in Interviews das Erbe Ludwig Erhards. Was du ererbt von deinen Vätern, erwirbest, um es zu besitzen, sagt Goethe. Wenn wir uns hier mal in Erinnerung rufen, was wir von Ihnen, Herr Altmaier, bisher gehört haben oder besser, was wir nicht gehört haben, dann deutet alles darauf hin, Sie wollen sich das Erbe Ludwig Erhards nicht erwerben, sondern mit Verlaub erschweigen und ich hoffe nicht erschleichen. Die Liste der ordnungspolitischen Sündenfälle, zu denen Sie geschwiegen haben, ist ja lang. Die Ministererlaubnis für die Übernahme von Kaisers Tengelmann durch Edeka zu Lasten der Kunden, der Hilfskredit für Air Berlin zu Lasten der Steuerzahler und Kunden, der Staatseingriff in den Preismechanismus durch die Mietpreisbremse, der die Wohnungsnot verschlimmert und nicht verbessert und jetzt von dieser Großen Koalition noch verschärft werden soll. Oder die Schwächung der Tarifautonomie durch den staatlichen Lohnfindungsmechanismus, die Mindestlohnbürokratie, durch das Lohnentgeltgleichheitsgesetz und das Tarifeinheitsgesetz. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt trägt ein Brief der Bundesregierung an die EU-Kommission ihre Unterschrift. Darin fordern sie sogar den kostenlosen ÖPNV. Ludwig Erhard hat die Preise freigegeben. Sie wollen die Preise ganz abschaffen. Bei Ihnen muss man die Spurenelemente der marktwirtschaftlichen Haltung schon mit dem Elektronenmikroskop suchen. Meine Damen und Herren, wir glauben, dass die deutsche Wirtschaft ein echtes Fitnessprogramm braucht. Unsere Idealmaße sind 40-20-40. 40% Staatsquote, 20% Steuerquote, 40% Sozialabgabenquote. Deshalb fordern wir mehr Mut zu echten Reformen. Wir sind gespannt auf Ihre Vorschläge zur Privatisierung von Staatsbeteiligungen, für die Flexibilisierung des Arbeitsmarkts, für eine echte Entlastung der arbeitenden Mitte und für eine grundlegende Reform der Sozialsysteme. Herr Minister, Sie haben gestern bei einem Start-up-Pitch gesprochen. Ich war auch da. Das ist ein Anfang, reicht aber nicht. Wir wollen als Freie Demokraten ein Venture-Capital-Gesetz, ein Wagniskapitalgesetz, bessere Finanzierungsbedingungen für Start-ups, etwa dadurch, dass Verlustvorträge beim Verkauf weiter genutzt werden können. Außerdem ein bürokratiefreies Jahr für Start-ups und die steuerliche Forschungsförderung. Fairer Wettbewerb, meine Damen und Herren, ist das Gebot der Stunde, insbesondere auch im Hinblick auf die Plattformökonomie, die offensichtlich zu Monopolen tendiert. Aber apropos Wettbewerb, 3 Millionen Unternehmen in Deutschland sind kleine und mittlere Unternehmen, die Personengesellschaften sind. Die bezahlen Einkommensteuer, die bezahlen den Soli. Für die wird der Soli aber nicht abgeschafft. Das ist eine Wettbewerbsverzerrung. Schaffen Sie den Soli komplett ab, meine Damen und Herren. Herr Altmaier, Sie kündigen hier auf der Grundlage der sozialen Marktwirtschaft Maßnahmen an. Wir sind gespannt, wie Sie diese Ankündigungen jetzt durch konkrete Gesetzesinitiativen dann auch umsetzen und so Ihre Wandlung, Ihre ordnungspolitische Wandlung vom Saulus zum Paulus dann auch unter Beweis stellen. Das Credo, meine Damen und Herren, der sozialen Marktwirtschaft lautet: im Zweifel für Freiheit, Markt und Wettbewerb. Daran werden wir Sie messen. Vielen Dank, Michael Theurer. Nächster Redner, Klaus Ernst.